Hallo Leute, heute zeige ich euch den Safe Room Glitch. Damit könnt ihr locker Social Distancing machen, also 20 Runden keinen Schlag abbekommen, das ist eine dunkle Operation. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Als erstes müsst ihr hier bei Juggernaut den Strom anmachen. Das sollte eigentlich machbar sein, bis Runde 6 keinen Schlag abzubekommen, also das müsst ihr irgendwie hinbekommen. Wenn ihr an den Strom anhabt, dann braucht ihr hier Ätherschleier, Stufe 3. Dann stellt ihr euch hier neben Juggernaut und aktiviert einfach euren Ätherschleier. Und schon teleportiert sich hier durch die Wand. Wenn ihr jetzt hier drin seid, dann gehen die Zombies einfach an euch vorbei, also die machen euch gar nichts. Das einzigste ist, falls sie da vorne die Barrikaden runterreißen, dann können sie euch noch schlagen. Also bleibt einfach von dem Fenster weg und lasst die Barrikaden weg, dann seid ihr komplett safe. Leider könnt ihr hier drin jetzt alleine nicht mehr viel machen, deswegen braucht ihr einen Freund, der euch da unterstützt. Wenn ihr keinen Freund habt, dann schreibt hier unten in die Kommentare, dass ihr jemand sucht, der das auch machen will, und dann helft ihr euch einfach gegenseitig. Wenn ihr keinen habt, der das mit euch macht und euch ein bisschen supportet, dann geht einfach in eine Random Lobby rein und dann versucht hier einfach mit Randoms das zu machen und hofft halt, dass die bis Runde 20 spielen. Also es sollte auch machbar sein. Aber am einfachsten ist einfach noch mit einem Freund zusammen. Der kann euch dann ein bisschen supporten und unterstützen, dann habt ihr bis Runde 5, 6, wenn ihr die ganzen Zombies killt, klar euren Ätherschleier voll, dann könnt ihr gleich hier rein und dann müsst ihr hier nur noch abchillen. Euer Freund muss dann nur bis Runde 20 spielen und schon habt ihr Social Distancing. Total easy. Also eine einfache Methode gibt's im Moment nicht. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Peace.